In Budapest haben Einsatzkräfte damit begonnen, das Wrack des Ausflugsbootes zu bergen, das Ende Mai nach einem Zusammenstoß mit einem Flusskreuzfahrtschiff gesunken war. Bei dem Unglück kamen 28 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen Touristen aus Südkorea. Bisher konnten nur 24 Leichen geborgen werden. Ein Opfer wurde 100 Kilometer flussabwärts aus der Donau gezogen. Die Bergungsarbeiten von ungarischen und südkoreanischen Tauchern wurden bisher durch starke Strömungen im Fluss erschwert. Das kleine Ausflugsboot war beim Unterqueren einer Brücke von hinten von einem Kreuzfahrtschiff aus der Schweiz gerammt worden und innerhalb weniger Sekunden gesunken. Nur 7 Insassen konnten gerettet werden. Es ist die schlimmste Schiffskatastrophe auf der Donau in 50 Jahren. Einheimische und Touristen legten Blumen vor der südkoreanischen Botschaft in Budapest nieder. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes wurde festgenommen. Ihm wird Gefährdung des Schiffsverkehrs mit Todesfolge vorgeworfen.